Wir sind nun hier im südlichen Teil des großen Klosterhofes. Auch hier haben im Zusammenhang mit der Generalsanierung und der Neugestaltung des Platzes hier archäologische Ausgrabungen stattgefunden. Und wir sind hier an einer Stelle, an der es erstmals gelungen ist, das, was wir als Archäologen im Untergrund festgestellt haben, auch dem Besucher zu visualisieren. Ich stehe im ehemaligen Refektorium des romanischen Klosters, das zu Beginn des 18. Jahrhunderts abgerissen wurde und nicht mehr in seiner Grundmauer aufgebaut wurde, sodass das der einzige größere Teil des romanischen Klosters ist, der sich heute eben uns nicht mehr präsentiert, sondern nur durch archäologische Methoden erforscht werden konnte. Und da bot sich die Gelegenheit, im Zusammenhang mit der Platzneugestaltung die Reste, die im Boden sind, noch zu dokumentieren. Bereits in den 1950er Jahren fanden hier archäologische Ausgrabungen statt. Also man wusste, dass durchaus die Grundmauern des Gebäudes da sind. Aber in der Ausdehnung bzw. in der Erhaltung waren noch große Fragezeichen. Der gesamte Platz ist geöffnet worden und der Verlauf der Mauer des ehemaligen Refektoriums ist auch entsprechend dokumentiert worden. Wir konnten insgesamt 3 Säulenfundamente nachweisen, die offensichtlich als Stütz oder als Unterlagen für die Stützen der Decke in der Mitte des Raumes platziert waren und in der Mittelachse eben im regelmäßigen Abstand diese Säulen getragen haben. Von der inneren Nutzung des Gebäudes sind keine Spuren mehr vorhanden gewesen. Das hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass das Areal hier in der Zeit nach dem Abbruch stark beeinträchtigt wurde durch Umnutzungen, durch Eingriffe in den Boden, durch Leitungsgräben, sodass wir den ursprünglichen Fußboden beispielsweise nicht mehr nachweisen konnten. Man hat dann kurzfristig im Zusammenhang mit der Platzneugestaltung überlegt, dass dieses ja doch eigentlich zum romanischen Kloster fehlende Gebäude durch eine Markierung im Pflaster zumindest in seiner Lage wieder sichtbar gemacht wird. Und Sie sehen neben mir hier die beiden Bänder aus hellem Pflasterstein, die eben die Außenmauer dieses Gebäudes markieren. Und damit haben wir eben auch den archäologischen Befund, der im Boden vorhanden war, hier auf dem Platz wieder visualisieren können. Andererseits muss man auch in dem Zusammenhang erwähnen, die Vorgehensweise, die eben die Bodendenkmalpflege hier in diesem Bereich wählt. Als Archäologe ist man natürlich erstmal immer bekannt, dass man die Ausgrabung schätzt, das Ziel eigentlich die Ausgrabung ist, aber der Bodendenkmalpfleger in der Landesdenkmalpflege hat eigentlich das Ziel, die Quelle, die im Boden liegt, also sprich die Schichten, die Mauern, die Funde, die darin eingebettet sind, auch für zukünftige Generationen an Ort und Stelle zu bewahren, sodass wir hier tatsächlich in diesem Bereich auch nicht bis in die allergrößte Tiefe gegraben haben, also nicht bis unter die Fundamentkanten des Gebäudes, nicht alle Strukturen erfasst haben, sondern einen Teil im Boden gelassen haben, um eben ein zukünftiges Archiv für weitere zukünftige Generationen zu haben. Damit bleiben natürlich Fragen offen, die dann in der Zukunft vielleicht Kollegen von mir klären können.